Frau Käsbach, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist natürlich ein bisschen schwierig, hier noch etwas zu sagen, da schon vieles gesagt wurde. Trotzdem möchte auch ich auf das Gutachten eingehen und auf das Ergebnis der Zukunftskommission. Hamburg ist die sportaktivste Stadt mit einer sportaktiven Quote von 80,5%. Wir haben es schon zweimal gehört und ich sage es gern zum dritten Mal, weil das wirklich ein gutes Image für Hamburg ist. Das Gutachten von Professor Wopp gibt viele interessante Impulse. Allerdings ist einiges nicht auf die Sportsituation hier in Hamburg zu übertragen. Herr Schierer nannte es bereits. Wir sind gegen die Einführung einer Gebühr für die Sporthallennutzung. Ich möchte an dieser Stelle auf drei Punkte eingehen, die Professor Wopp bei der Anhörung vorgebracht hat und die wir für sehr wichtig erachten. Frau Timmermann hat es gleich am Beginn gesagt, die Aufgaben des Sports müssen in Hamburg klar aufgeteilt sein. Die Protagonisten vom Hamburger Sport, wie der Hamburger Sportbund, die Handelskammer, das Sportamt etc. sollten sich nicht mehr als konkurrierende Akteure sehen, wobei der eine dem anderen die Kompetenzen abspricht. Insofern begrüßen wir, dass Senator Neumann die Zukunftskommission eingerichtet hat, an der eben gerade diese Protagonisten zusammenarbeiten. Zweitens, Herr Schierer ging darauf ein, auf den Vereinssport kommt ein Paradigmenwechsel zu. Durch die flächendeckende Einführung der Ganztagsschulen findet der Vereinssport zunehmend in den Schulen statt. Die Vereine sind gefordert, mit den Schulen zu kooperieren und umgekehrt. Es sollte kein Gegeneinander sein, sondern eine Win-Win-Situation. Herr Wopp berichtete, dass bereits einerseits hervorragende Kooperationen stattfinden würden, bis dahin, dass einige Vereine sogar ihr Vereinsbüro in den Schulen aufschlagen. Auf der anderen Seite würden sich benachbarte Schulen und Vereine ignorieren. Nach Meinung Herrn Wopps sollten die Bezirke und damit der Aspekt der Sozialräumigkeit wichtige Akteure für die Sportleitplanung sein. Genauso sprach sich Herr Wopp für eine stärkere Einbindung der Schulen in die Arbeit der Zukunftskommission aus. Die Akteure, Schule und Bezirke sollten somit unbedingt mit in die zukünftigen Beratungs- und Planungsgremien integriert werden. Und auch die Vereine, vertreten durch den Hamburger Sportbund, müssen einen wichtigen Part bei der zukünftigen Sportleitplanung ausmachen. Denn es ist nicht zu unterschätzen, was auf die Vereine zukommt, wenn zum Beispiel die ehrenamtliche Tätigkeit der Trainer schwerpunktmäßig von 16, also nicht mehr schwerpunktmäßig von 16 bis in den Abend hinein, sondern von 14 bis 16 Uhr stattfinden soll, um nur einmal einen Aspekt herauszustellen. Drittens war Professor Wopp für das Hineinziehen von neuen Sportarten in die Stadt. Die Olympischen Spiele befänden sich in einem Umbruch. Trendsportarten würden zunehmend in das Veranstaltungsprogramm aufgenommen werden. Dieser Aspekt sollte aus unserer Sicht unbedingt weiterverfolgt werden. Ich erwähnte das vorhin mit der Berufung der Zukunftskommission Sport, ist dem Sportsenator Neumann tatsächlich ein kleines Kunstwerk gelungen. Das muss man ihm lassen. Vielleicht ist so. Vielleicht war die Besetzung etwas überlastig mit dem Leistungssport besetzt. Das könnte man noch kritisch anmerken. Nun liegt das Papier zu einer Dekadenstrategie der Zukunftskommission vor. Bloß mit Papieren allein ist noch nichts geholfen. Die Vorschläge sind bekannt. Ich möchte hier sie nicht alle aufzählen. Einige Anmerkungen möchte ich aber noch machen. Bisher wurde die Talentförderung, Herr Schierer ging darauf ein, von den Verbänden und Vereinen organisiert. Professor Wopp schlug vor, die Talentförderung ins Schulische und damit in die staatliche Hand zu geben. Das Strategiepapier der Zukunftskommission befasst sich mit diesem Thema nicht. Wir lehnen die Empfehlung Professor Wopps ab und plädieren dafür, die Verantwortung der Talentförderung bei den Vereinen und Verbänden zu belassen, natürlich in Kooperation mit den Schulen, wie das bis jetzt auch geschehen ist. Und noch eine Anmerkung zum Thema Schwerpunktsportarten. Die Dekadenstrategie schlägt vor, die aktuellen vom Olympiastützpunkt geförderten Schwerpunktsportarten Beachvolleyball,
Rudern, Hockey und Schwimmen am Dekadenende auf mindestens 6 auszuweiten, wobei eine Schwerpunktsportart eine paralympische sein soll, die dann 6 oder mehr Schwerpunktsportarten soll mit den Profilen der Sportgroßveranstaltung übereinstimmen. Dieser Vorschlag wirkt erst einmal überzeugend. Ich möchte den Senat an dieser Stelle aber gern an die folgenden Zeilen seines eigenen Arbeitsprogramms erinnern. Da heißt es: Zum Profil der Sportstadt tragen die großen Veranstaltungen in den Traditionssportarten, zum Beispiel Pferdesport, Segeln, Tennis, wesentlich bei. Wir hoffen daher, dass der Senat den Segel-, Schwimm- und Pferdesport nicht vernachlässigen wird und sich um das Überleben des Tennisturniers am Roter Baum, das erst einmal bis zum Jahr 2013 dank Michael Stich gesichert ist, bemüht. Enttäuschend ist übrigens die Empfehlung der Zukunftskommission zum Thema Olympiabewerbung. Bewerbung und Spitzensport wie Olympische Spiele, Olympische Jugendspiele oder Universiaden sollen nach Meinung der Kommission in absehbarer Zeit ausgeschlossen werden. Dies wäre aus unserer Sicht eine falsche Entscheidung. Da sich eine Metropole wie Hamburg es sich nicht nehmen lassen sollte, auch mal auf das ganz große Pferd zu setzen, um dann die Kräfte zu mobilisieren, die damals in den Jahren 2002 und 2003 den Sportgeist der Hamburger so entfacht haben. Nun warten wir ab, was der Senat aus dem Gutachten des Professor Wops und der Dekadenstrategie macht. Wenn man allerdings den Worten des ersten Bürgermeisters Olaf Scholz Glauben schenken sollte, der auf der Hamburger Soiree zum Thema Sport am Montagabend in den 4 Jahreszeiten zu den Plänen des Senats befragt wurde, dann steht die Erarbeitung des Sportentwicklungsplans noch völlig in den Sternen. Es gab auf die Hoffen wir, dass der Sportgeist noch eine Chance hat, in unserer Metropole Hamburg in den nächsten Jahren wieder aufzuleben.